So, der Graph der Ableitung und der Stammfunktion in einem. Ich nehme mir mal f von x als Beispiel, so einen Verlauf. Und jetzt sollt ihr den Graphen der Ableitungsfunktion und den Graphen der Stammfunktion einer möglichen Stammfunktion, auch hier sei gesagt, ihr solltet die Grundvokabeln dann kennen. Warum gibt es mehrere Möglichkeiten für Stammfunktionen? Das ist das mit dem plus c. Ich schieße zwischendurch raus zu entsprechenden Grundlagenvideos, falls ihr noch etwas braucht. Es sollte relativ entspannt für euch sein, wenn ihr euch jetzt diesen Verlauf hier anschaut und seht, okay, Hochpunkt, Tiefpunkt, wenn ich eine Tangente anzeichnen würde, eine waagerechte Tangente, heißt, die Steigung ist gleich 0. Der Graph der ersten Ableitung gibt jeweils an diesen Punkten, an den entsprechenden Stellen, die Steigung an. Also haben wir hier die Steigung 0, also Kreuzchen auf der x-Achse bei dem Ableitungsgraph. Dann nehmen wir hier den Tiefpunkt, auch die Steigung 0. Denn nochmal, das muss man verstehen, wenn ich mir den Graphen der Ableitung angucke, dann gibt der Graph, ne, von der y-Achse her die Werte an der Steigung. Und wenn ich jetzt etwas abtrage, also zum Beispiel bei der Stelle 1, 2, 3, dann mache ich ein Kreuzchen auf der x-Achse, denn die Steigung ist 0, der Wert ist 0. Bei dem Ausgangsgraphen, wenn ich mir hier die Steigung angucke, seht ihr waagerechte Tangente. Vorher kraxel ich den Berg hoch. Ja, das heißt, hier mache ich es jetzt ungefähr. Wir haben eine positive Steigung, deshalb mache ich ein Kreuzchen ins Positive. Ja, nochmal, ich bin in einzelnen Videos darauf eingegangen, wie, wenn ich die Tangenten anlege, die immer flacher werden, ja, und deshalb ich immer näher zur x-Achse komme, weil dann irgendwann die Steigung 0 ist. Was passiert jetzt? Jetzt fange ich praktisch an, Ski zu fahren, ne? Bergab, also Steigung negativ. Ups, Steigung negativ. Ja. Dann bin ich unten im Tal angekommen und dann kraxel ich wieder hoch beim Ableitungsgraph, Kreuzchen ins Positive. Denn hier seht ihr positive Steigung, ich kraxel den Berg hoch. Dann gibt es noch den besonderen Punkt hier, den Wendepunkt. Und das sieht man dann, wenn ihr euch auch nochmal die Grundlagenvideos anschaut. Ist jetzt nicht ganz genau getroffen, aber da, wo der Wendepunkt ist, hat der Ableitungsgraph einen Tief- oder einen Hochpunkt. Und so kann man dann auch rückwärts arbeiten. Wenn ich jetzt sage, okay, hier oben soll jetzt der Graph der Stammfunktion hin. Jetzt kann ich ja entweder auch rückwärts arbeiten, ne? Da, wo hier jetzt f, klein f von x, denn denkt dran, klein f von x ist ja von f von x gesehen der Ableitungsgraph. Ja, und das ist so das Schwierige, wenn man dann jetzt von, mit dem Verständnis jetzt rückwärts arbeiten muss. Was wissen wir also? Wenn das hier jetzt der Ableitungsgraph dazu ist, dann weiß ich ja hier an diesen Stellen, wenn ich da jetzt hochgehe, das mache ich jetzt erstmal komplett durch. Na, es muss ein bisschen gerader sein, ne? Das kriegt ihr wesentlich gerader hin. So, da gehe ich jetzt mal so hoch. Ja. Irgendwo da, wie auch immer jetzt der Graph dann aussieht, muss die Steigung von diesem Graphen ja dann gleich 0 sein. So, das nur mal zum Verständnis. Okay, wir wissen, dieser Graph der Stammfunktion zu f hat hier, wenn ich da dann zeichne, es muss irgendwie dann, ich mache mal einfach jetzt schon mal, ohne zu wissen, wo genau es ist, da muss also ein Hochpunkt, ein Tiefpunkt sein. Vielleicht, wer weiß es denn, ein Sattelpunkt, auch das eine kleine Vokabel, die ihr nochmal nachschauen solltet. So, und was weiß ich jetzt noch? Hier in diesem Bereich liegt der Ableitungsgraph von f im Positiven. Das heißt, hier steigt der Graph von Groß F. Hier liegt der Graph vom Ableitungsgraph von Groß F im Negativen. Und das heißt, hier muss der Graph fallen. Hier liegt er wieder im Positiven, das heißt, er muss steigen. Hier liegt er im Negativen, das heißt, er muss fallen. So, jetzt seht ihr schon, jetzt kristallisiert sich schon irgendetwas raus. Dann hat man die Vokabel, da wo der Ableitungsgraph einen Hoch- oder Tiefpunkt hat, da hat der Graph der Stammfunktion davon einen Wendepunkt. So, und jetzt kann man sich ungefähr schon das ganze Ding basteln. Runter, hier ist die Steigung 0,
hoch, dann muss es einen Wendepunkt geben, runter, dann muss es einen Wendepunkt geben, Steigung 0 wieder irgendwo und dann geht es wieder hoch. So, das wäre jetzt eine Möglichkeit, der kann sich natürlich verschieben und ich weiß, zum Ende hin jetzt hier ist es ein bisschen tricky. Fangt nochmal mit dem Grundlagenverständnis an, Ableitungsgraph, dazu vielleicht ein paar Versionen auch anschauen, ihr habt bestimmt Übungsmaterial und dann wird auch hinterher mit dem Verständnis es kein Problem sein, den Graphen der Stammfunktion sich selber zu erbasteln oder vielleicht habt ihr schon alle gegeben und ihr sollt die Zusammenhänge beschreiben und gerade mit dem visuellen Verständnis solltet ihr da eigentlich locker durchkommen.